Hallo, ich begrüße euch zu unserer heutigen Lecture. Das ist schon die vierte Lecture in dieser Woche mit dem Thema Sängerische Disposition im Chorgesang, grundlegende Körper- und Stimmübungen für den Chorsänger mit Beispielen aus unserem Programm. Ich möchte mich ganz kurz vorstellen. Ich heiße Livia Kretschmann und bin Sängerin. Als Solistin im Konzertfach, in verschiedenen freien Ensembles. Seit 12 Jahren bin ich freie Mitarbeiterin im SWR-Vokalensemble und unterrichte seit 10 Jahren an der Musikhochschule Trossingen, vor allem Schul- und Kirchenmusiker. Und nun bin ich schon zum 5. Mal hier an der Sommerakademie in Saarbrücken für Chor und freue mich, wieder hier zu sein. Das ist jetzt nun schon seit der Corona-Zeit meine 3. Lecture, die ich online halten darf. Und man fragt sich natürlich, was möchte ich den Menschen mitgeben? Dabei geht es gar nicht so sehr um mich, was ich Tolles vermitteln kann, sondern ich habe mir überlegt, welcher Aspekt sowohl für die Sänger interessant ist, und auch für die Dirigenten interessant ist. Was ist denn sängerische Disposition überhaupt? Die sängerische Disposition ist der Zustand eines Menschen, körperlich gesehen, geistig, mental und emotional, wo er bereit ist zu singen. Wo er bereit ist, sich in den Dienst des Werkes zu stellen. Das ist als Chorsänger nochmal etwas anderes als ein Solist, denn wir dienen eher im Kollektiv dem Werk, aber dabei ist die Individualität des Einzelnen natürlich auch sehr wichtig, damit er sich in diesem Kollektiv zur Verfügung stellen kann. Und was ich auch noch sehr wichtig finde, dass man sich dabei wohlfühlt. Ich habe die Erfahrung selber gemacht und mache sie immer noch, dass es eine lebenslange Aufgabe ist, in diese sängerische Disposition zu gelangen. Man denkt einmal, jetzt habe ich's, und dann am nächsten Tag ist man zerstreut mental, man fühlt sich psychisch mitgenommen oder körperlich nicht gewachsen, den Anforderungen gerecht zu werden. Dabei ist es natürlich in gewisser Weise unwesentlich, ob es sich um einen Laienchor handelt oder um einen Profichor. Man muss dann im Endeffekt bereit sein. Und ich selber habe die Erfahrung gemacht, dass ich mich doch eine Zeit lang, auch als ich die Hochschule verlassen habe, in Konzertsituationen auch immer mal wieder unwohl gefühlt habe oder nicht balanciert gefühlt habe. Manchmal wusste ich auch gar nicht im Rezital, wie ich mich wieder entspannen kann in der Mitte nach einem sehr heftigen Werk. Wenn man ein Chorrezital durchsingt, ist das sehr anstrengend. Man hat sehr viel mental zu bewältigen, physisch zu bewältigen. Und da ist es einfach immer wichtig, wieder in die eigene körperliche und emotionale Mitte zurückzufinden. Was auch natürlich wichtig ist, in einer Chorsituation, sei es in einer Probe oder in einer Chorsituation, in einer Konzertsituation, hat man mit sehr vielen Menschen zu tun und mit sehr vielen Eindrücken zu tun. Um das alles gut bewältigen zu können, muss man ein gutes Gefühl für sich entwickeln. Wir haben jetzt mit jeder, der hier an dieser Akademie teilnimmt, kommt aus einer ganz anderen Richtung. Die meisten haben wohl schon einmal Stimmbildung genossen. Manche haben vielleicht, ist das lange her, oder sie hatten irgendwann einmal Stimmbildung gehabt.
Die wenigsten sind jetzt professionelle Sänger. Und es ist ein bisschen unüblich, in die Gesangstechnik einzugreifen, zumal es sehr große Unterschiede auch in den Gesangstechniken gibt. Ich möchte jetzt aber Grundlagen vermitteln, die ich denke, die nicht verkehrt sind für jeden, und möchte dann noch mal einen Aspekt auf das Zwerchfell richten, wie ich es einsetze, wie ich es verstehe, weil ich gemerkt habe, dass das Zwerchfell immer wieder in aller Munde ist, aber doch wohl recht diffus ist, und ich auch gesehen habe, wenn ich hier so die Chorsituation beobachte, dass viele noch nicht recht wissen, wie sie das Zwerchfell für sich im Gesang und auch im Chorgesang einsetzen können. Das ist mein Eindruck gewesen. Ja, hier habe ich die Katharina und die Austea, zwei Altistinnen und zwei vielversprechende Dirigentinnen, die jetzt mit mir mal ein paar Grundübungen machen wollen. Und ich bitte euch einfach mal aufzustehen. Die Basis, die wir brauchen im Chorgesang, ist der Stand. Wir sitzen die ganze Zeit in den Chorproben und stehen dann plötzlich im Konzert. Zum Teil stehen wir dann sehr lange, über eine Stunde. Ja? Unser Körper ist unser Instrument. Jeder hat ihn mitbekommen, Gott gegeben, ja, es ist alles schon da, aber wir wollen ihn für das Singen optimal nutzen. Der menschliche Körper ist aufgerichtet vertikal zwischen Himmel und Erde. Das heißt, das ist unser Instrument. Ja? Wir brauchen unser Instrument von oben bis unten. Dabei ist die Kehle hier in der Mitte sozusagen gut gehalten zwischen oben und unten. Und da geht es jetzt erstmal darum, unseren Stand zu finden. Ihr könnt auch ein ganz kleines bisschen vorkommen. Genau. Ihr dürft einmal kurz eine kurze Pendelbewegung machen, dass ihr euch, denkt mal, ihr seid hier oben aufgehängt, ihr könnt einmal so machen. Ja, genau, Katharina wird gleich 10 cm größer. Genau, streckt es mal. Und jetzt pendelt euch mal wie in so einer Kreisbewegung im Lot ein. Genau, bleib du trotzdem hier im Lot. Diese Übung ist am Anfang sehr gut und die empfehle ich auch immer wieder, während eines Auftritts ganz subtil zu machen. Ich habe auch mit mehreren Sängern schon geredet, die dann immer gesagt haben, ich werde dann so verkrampft, meine Beine fangen an zu zittern, ich weiß gar nicht mehr, wie ich lösen kann, und man steht einfach da und weiß nicht mehr, wie man loslassen kann. Meine Empfehlung ist, diese kleine Übung, ich merke, wenn ich das mache, dass mein Atem schon wieder ein bisschen aufgeht, merkt ihr das auch? That the breath opens up a little bit if you're turning. Diese Übung hilft uns, aus einer Starre im Singvorgang wieder zu lösen. Und es ist ganz wichtig, weil nach jedem Stück, auch in Pausen, müssen wir wieder ins Lösen kommen, damit wir nicht irgendwann im Konzert kollabieren. Und das klingt jetzt extrem, aber so ist das, ja. Und jeder, der auch professionell da so ein bisschen reingewachsen ist, weiß, dass man es, wenn man das nicht schafft, dann kaum aushält, durch so ein Programm zu kommen, ja. Jetzt ist die Erdung sehr wichtig. Und da möchte ich eine Übung zeigen, die, finde ich, für die Sänger sehr gut ist, die ich auch fast immer selber mache vor dem Konzert und die auch, glaube ich, für die Dirigenten wichtig ist, in eine Erdung zu kommen.
Man kennt das vor allem, wenn man aufgeregt ist, dass man irgendwie zu weit oben hängt und nicht so genau weiß, wie man ins Loslassen kommt. Ich möchte jetzt einmal von der Seite zeigen. Also beim Einatmen kippe ich mein Becken nach hinten. Seht ihr mich? Oder seht ihr mich im Dings? Atme ein und im Ausatmen schicke ich über mein Becken quasi die Energie, kipp zurück auf die Erde. Das heißt, ich bringe meine Lebensenergie, die im Becken sitzt, Richtung Erde nach unten. Ja? Das machen wir mal zusammen. Also ich mache es vielleicht noch mal vor. Ihr könnt auch mitmachen. Kippen. Was man auch dazu nehmen kann, man kann das Wort Ja dazu nehmen, weil Ja ist einfach die Bejahung des Hierseins, was unheimlich wichtig ist, dass man vor einem Konzert nicht davonrennen möchte. Ja? Nervosität und Angst, die initiieren einen Fluchtimpuls. Und dem muss man entgegensetzen und die Präsenz hier zu sein bejahen. Also kippen, nach hinten einatmen. Ja, 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 ja. Genau, ihr dürft mal ein bisschen mehr mitschwingen mit den Armen. Ja, 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 ja. Genau, und jetzt haben wir es nur ganz kurz gemacht. Einmal spüren, wie ihr dasteht, ob sich was verändert hat. Fühlt ihr was? Ja, ja, ja. Ich habe das Gefühl, ich stehe besser da. Ja? Meine Lebensenergie hängt nicht so weit oben, sondern ist geerdet. Und die Erdung ist ganz wichtig, dass wir nicht von der Musik davongetragen werden. Ich hatte das manchmal, ich bin sehr feinfühlig für Musik, Mahler-Symphonie oder so weiter, dass man denkt, boah, die Musik trägt mich in Raum und Zeit. Ich muss mich irgendwie wieder hier erden, wieder ankern. Ja, ja. Ja. Ich mache es vor jedem Auftritt. Genau die Drehbewegung. Das ist die unterste Etage. Jetzt gehen wir eine Etage höher. Ah, nee, die Mitte mache ich später. Jetzt möchte ich oben. Also wir haben die Becken, das Becken muss dabei sein, unsere Mitte. Ich habe gehört, wir haben heute auch viel in den Dirigierunterrichten, war das Thema, in der Mitte zu bleiben. Ja, aus der Mitte heraus zu dirigieren, das ist für die Dirigenten natürlich sehr wichtig, aber für die Sänger auch. Aber da werde ich nachher noch einen großen Schwerpunkt darauf setzen, Zwerchfell und Atmung. Dann haben wir natürlich hier den Kehlraum. Tja, da muss man eigentlich gar nicht so viel machen. Das ist, wenn man das Instrument nach oben und unten geöffnet hat, ist die Kehle einfach da. Den Ansatzraum, hinten den Rachenraum und den Nasenraum mit dem Mundraum, tendenziell, bevor es losgeht, weiten. Ja? Und im Singvorgang auch. Macht mal gähnen. Genau, ich mache immer gern was auch mit den Händen, denn ich habe festgestellt, in unserer Hand ist der ganze Körper abgebildet, wie in den Reflexzonen. Wenn wir in unseren Händen lebendig sind, aktiv und bewusst, dann öffnen wir eigentlich den ganzen Körper. Ich mache manchmal morgens so, wenn ich merke, oh, ich bin noch nicht so richtig drinne in meinem Haus. Genau. Heben. Und Öffnen des Ansatzrohres passiert durch Gähnen und durch Staunen. Was auch unheimlich wichtig ist, um zu singen, ist eine positive, selbst bei trauriger Musik, positive, lebensbejahende Einstellung, Grundeinstellung. Das heißt tendenziell ein Lächeln, ein offenes Gesicht mit leicht gehobenen Wangenknochen. Vor allem ist es sehr wichtig, damit uns die
Intonation nicht absauft. Ja? Es ist für die Sänger wichtig, für die Dirigenten ist es auch nicht unwichtig, denn ihr wisst ja, man imitiert unheimlich stark. Wenn ihr etwas vorgebt, was ihr wünscht in eurem Gesichtsausdruck, wird es sofort übernommen. Was für den Chorsänger unentbehrlich ist und immer mitschwingen muss als Element, ist die Kopfresonanz. Die ist immer dabei, in der Tiefe, in der Höhe, beim Fortissimo, beim Pianissimo sowieso. Und die kann man ganz toll wecken, wenn man mal hier oben auf den Kopf wie ein Regentropfen dahin geht, wo die Babys ihre Fontanelle haben. Ja? Und da, also wirklich sehr sanft, wie Bewusstsein reinbringt und diesen Bereich öffnet. Wenn ich diesen Regentropfen mache, dann kann ich mir vorstellen, dass ich im Prinzip durch die ganze Diaphragmenkette, nennt man das, Beckenboden, Diaphragma, Zwerchfell, Kehlkopf, diese Mitte quasi so im Menschen, in uns selber oder in den anderen übereinander bringen. Ja, macht mal eine Hand hier und macht dann mal. Jetzt machen wir es mal mit einem kleinen Laut. T. Jetzt macht es am Kopf, aber denkt, ihr geht ganz runter. T. Ta. Ta. Tu. Tu. Mhm. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass man nicht den Vordersitz sehr stark nach vorne bringt und dann quasi das ganze Rohr des Menschen abschneidet, weil man so stark nach vorne geht, sondern dass man das Ganze mitnimmt und einfach vorne präsent ist. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich zu weit nach vorne den Ton setze, dann verliere ich meinen Körper. Ja? Man muss relativ mittig denken. Dann haben wir natürlich noch die Artikulation, die Zunge und die Lippen. Da empfehle ich zum Aufwachen, man kann auch ein bisschen mit den Händen. Ich selber mache das auch immer noch, jeden Tag, wenn ich wieder anfange zu singen. Die Artikulation, man kennt das ja auch beim Klavier, wo die Artikulation in den Fingern liegt. Es geht um eine sehr feinfühlige Präsenz in der Lippe und in der Zunge und im Gaumen. Ja? Macht mal so. Genau. Dann ist für mich sehr wichtig, eine Spannung aufzubauen. Ich nenne das die Kreuzspannung. Und die Kreuzspannung ist, glaube ich, auch für die Dirigenten nicht uninteressant. Und zwar ist das einmal das Spannungsgefühl in der Vertikale. Macht mal so. Das haben wir immer, egal ob wir Phrasen nach oben singen, nach unten singen. Es wird immer im Gefühl in beide Richtungen gespannt. Wenn wir eins verlieren, dann sind wir nicht mehr flexibel, die Intervalle zu singen. Zum Beispiel die absteigende Linie wird nach oben geführt. Die hochsteigende Linie wird nach unten geführt. Also, so groß, jetzt empfindet mal die Kreuzspannung, also die vertikale Linie mal klein aus der Mitte heraus. Nur das Gefühl, man ist nach oben und nach unten aufgespannt. Ja, das ist eine Linie. Jetzt wollen wir in die horizontale gehen. Macht mal so. Da haben wir dasselbe und zwar dieses zusammenhängende Gefühl in dieses. Und dieses Kreuz ist in beide Richtungen
immer aufgespannt. Der Löseimpuls ist im Prinzip beim Einatmen. Im Singvorgang, im Stützvorgang, das werde ich nachher noch erklären, wenn ich die Stütze und das Zwerchfell noch erkläre, haben wir immer eine anlehnende Bewegung nach außen. Und das Lösen funktioniert im Atem. Und dann singen es wieder nach außen. Vom Gefühl her. Jetzt haben wir noch eine Spannungsrichtung, weil wir sind ja mindestens dreidimensionale Wesen. Also körperlich gesehen sind wir dreidimensional, von nach vorne und hinten. Da nutzen auch viele Gesangslehrer das Bild, einen Bogen zu spannen. Wenn man keinen Bogen zur Hand hat, dann kann man auch mal ein Gummiband nehmen. Wenn man kein Gummiband hat, kann man mal einen Schal nehmen und das Gefühl, man spannt sich nach innen. Ich will mal eine kurze Atemübung machen für die Kreuzspannung. Und zwar beginnen wir mit den Händen hier und atmen geräuschlos oder sehr leichtes Geräusch auf F aus. Ich mache es mal vor. Dann lehne ich noch ein klein bisschen weiter, atme ein. Und atme dann auf der Gegenbewegung wieder aus. Dehne ich noch ein bisschen nach und atme nochmal ein. Versuch die Hände harmonisch zu führen. Wollen wir es mal zusammen machen, aus der Mitte heraus? Also, ihr könnt ein bisschen einatmen, einen kleinen Schluck. Dann atmen wir gemeinsam aus. Und nachstrecken, einatmen und nochmal aus. Und einatmen und nachstrecken und aus. Und kommen wieder in die Mitte. Können das wieder hier Richtung Zwerchfell ruhen lassen. Jetzt machen wir es einmal in die Horizontale aus der Mitte, also einen kleinen Schluck einnehmen, dann aus. Beim Einatmen würde ich jetzt ein ganz bisschen nach innen lösen und dann wieder nach außen. Ja, kann man natürlich öfter machen, ist auch eine empfehlenswerte Sache vor Konzerten, wenn man merkt, man flattert. Man flattert mit dem Atem oder man ruht nicht im Atem, dann kann man diese Übung machen. Nervosität bringt uns einfach zum Flattern, das ist so, ja. Und nun sind wir bei dem Thema, was ich heute ein bisschen die Aufmerksamkeit drauf richten will, nämlich das Zwerchfell. Da können wir mal vielleicht ein Bild einblenden. Sehen das alle? Das Zwerchfell hat jeder Chorsänger irgendwie schon mal gehört. Aber wenn ich so nachfrage, auch manchmal bei meinen Studenten, dann ist es doch recht diffus, was sie sich darunter verstehen. Wie ist das mit euch, ehrlich gesagt? Habt ihr das Zwerchfell schon verstanden oder ist es noch ein bisschen diffus? Diffus? Genau. Ich habe es irgendwie inzwischen sehr gerne. Ja? Es ist unser Hauptatemmuskel und der liegt genau hier. Ihr dürft mal so machen. Es ist auch ganz wichtig, wenn es sowas kommt wie, jetzt bleib mal in deiner Mitte oder dirigier mal zu tief,
höher. Ja, genau. Es ist ganz wichtig, dass man weiß, dass es doch ein bisschen hier an den Rippen, wenn man denkt, das Zwerchfell wäre hier zum Beispiel, ja, dann kann man es eigentlich nicht nutzen, weil es anatomisch eben hier ist. Ja? Genau. Das ist unser Hauptatemmuskel. Wir können auch nicht in den Bauch hineinatmen, sondern wenn der Bauch sich zum Beispiel wölbt nach vorne beim Einatmen, dann sehen wir eine Zwerchfellbewegung, die im Einatemvorgang, also im Ruhezustand, ist das Zwerchfell wie so eine Kuppel in unserem Rumpf und trennt den Bauchraum von dem Brustraum. Das ist der ausgeatmete Zustand. Wenn wir einatmen und tief einatmen, dann senkt sich das Zwerchfell ab, wie so ein Saugmechanismus, zieht es dann die Luft rein. Könnt ihr mal mitmachen? Und wenn die Luft dann rausgeht, dann macht es wieder rein, raus, rein, raus, rein, raus. Das ist es, ja? Wie können wir das gut als Sänger nutzen? Wie können wir das gut als Chorleiter mit den Leuten aktivieren? Und wie können wir es dann später auch beim Singen nutzen? Also, es ist wichtig, dass wir diese Hubbewegung des Zwerchfells, die Amplitude des Zwerchfells, ein bisschen nach und nach stimulieren, dass es eine größere Amplitude kriegt. Also Leute, die sehr flachatmig sind oder die ganz kurzatmig sind oder auch sehr eingefallen laufen, schon, das kann man sich ja mal vorstellen, die haben im Prinzip als Atembewegung kaum eine Zwerchfellbewegung. Dadurch auch keinen langen Atem natürlich, diverse gesundheitliche Probleme auch. Ich möchte jetzt mal es einmal so ein bisschen drehen. Ihr könnt euch vorstellen, ihr macht es mal, dass wenn der Rumpf so einen ganz leichten Twist macht, wir das Zwerchfell in seiner Hubkraft ein klein wenig stimulieren. Und ich möchte, dass ihr mal reinfühlt, ob ihr merkt, ob euer Atem ein klein wenig tiefer geht, wenn ihr das macht. Ihr könnt dann auch wieder in die Mitte kommen. Eine Übung, die man machen kann. Ich muss mal ganz kurz gucken, was ich da noch geschrieben habe. Wir wollen aber einen langen Luftstrom haben im Singen. Stimmt's? Ja? Wir wollen, dass die Luft nicht so schnell rauswutscht. Ja? Weil wenn sie weg ist, ist sie weg. Ja? Und das erreichen wir, indem wir eigentlich als Sänger oder Dirigenten hier weit denken. Wenn ihr die Rippen weitet nach außen, dann senkt sich automatisch das Zwerchfell ab, kann man sich vorstellen. Also Rippen rein, wupp nach oben. Wenn ich aber hier bleibe in einem Ring, wo ich im Prinzip mich von innen leicht anlehne, appoggiare, auf Italienisch, sich anlehnen, dann halte ich den Zwerchfell-Tiefstand, Diaphragma. Ja? Und Zwerchfell, das ist ein Fell, was wir im Singen nutzen können, wie ein Trampolin. Stellt es euch genau so vor wie ein Trampolin. Wenn wir mit dem Zwerchfell singen und unsere Artikulation auf dem Zwerchfell sozusagen tanzen lassen, dann ist es im Prinzip so, als ob wir auf unserem Zwerchfell mit der Artikulation trommeln. Trommelfell, Zwerchfell, Trampolin. Das ist genau derselbe Mechanismus. Ich muss hier im Zwerchfell aufgespannt bleiben, damit ich hier abspringen kann. Kann man sich's vorstellen?
Jetzt probieren wir das mal mit Konsonanten. Also denkt hier weit und macht mal T. Genau, ich mache es erst mal mit euch und dann mit euch. Ja? T. Genau. Kommt ihr beide mal an den Flügel? Ich möchte, dass ihr euch mal an den Flügel stellt. Also bei Katharina ist natürlich der Flügel nicht gerade auf Zwerchfellhöhe, bei Austea schon eher. Also es ist wie wenn man in ein Klavier reinfasst und sich da ein wenig macht mal so pa. Wir machen jetzt im Prinzip eine Übertragung. Ja, wir machen eine Übertragung von was Äußeres auf einen inneren Vorgang. Ti. Ti. Ta. Ta. Pi. Pi. Ich möchte es einmal einzeln hören, ja, weil man hört, dass man, ob ihr, kannst du mal sagen, Pi. Pi. Man kann noch mehr Zwerchfellkontakt haben. A little bit more contact with the lips and also with the diaphragma. It sounds a little bit different then. It's about P oder P. Hört man das? P. P. Genau, das ist zeitgleich. P. P. Genau, mach du mal P. Genau, und P, T, K, das sind die, wo man am meisten. Ich möchte es mal vormachen. Ob ihr hört, ob ich das Zwerchfell dabei habe. Ki. Ki. Es ist im Prinzip, als ob man höher springen kann akustisch, wenn man es dabei hat. Ob man jetzt so macht oder ob man wirklich ein Trampolin hat. Und so ist es für unseren Klang. Ti. Ti. Pi. Pi. Ja, mal Katharina, mach mal Ka. Ka. Genau, noch ein bisschen mehr reinwuppen. Ka. Ka. Ja, ganz anders. Und denkt bitte, bevor ihr anfangt, hier Brustraum einfach weit denken, sodass ihr euer Trampolin, euer Zwerchfell aufgespannt habt. K. K. Ja, gut. Denkt mal noch mal, machen wir noch ein bisschen so mit dem Arm, machen noch mal ein bisschen so. K. K. Ja, klingt schon anders, hast du es gemerkt? K. K. Genau, und das ist sozusagen zeitgleich Artikulation mit dem Zwerchfellkontakt. K. 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 Mhm. Und ich habe auch, also dieses Gefühl, aus der Mitte heraus auch zu dirigieren oder zu singen. Ich führe im Prinzip, wenn ich mir das vorstelle, dann von hier. K. K. Macht es nochmal, kommt mal vor. K. K. Ja, jetzt möchte ich es einmal mit ganz kurz, bevor wir in unsere, wie viel Zeit haben wir eigentlich noch? Ich habe gar keine, 10 Minuten noch? Genau, also P, T und K sind die, die am ehesten das Zwerchfell ansprechen. Ich möchte einmal ganz kurz, Tu, ta, to, mal nur mit euch. Wir können es auch mal als Gruppe, als Chor machen, ist auch kein Problem. Tu, ta, to. Ihr sagt nochmal, to. 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 Tu, Katharina, noch ein bisschen weiter hier denken. Tu, ta, to. Jetzt kommt's, gell? Mit Po. Po, Po, Po. Po, Po, Po. Ah. Tu, ta, tu. Tu, ta, tu. Ja. Tu, Po, Fu machen wir mal. Tu. Das Gefühl, dass ihr so ein bisschen gespürt habt. Ja? Also es ist ein sehr großer Unterschied im Klang, ob man das nutzt oder nicht. Man braucht halt je nach Repertoire einen anderen Umgang damit. Und stellt es euch einfach so vor, wie wenn man eine Trommel hat und unterschiedlich draufhaut. Ja? Aber
Wir spannen nicht die ganze Zeit die Trommel um. Das ist ganz wichtig. Und was ich auch manchmal sehe im Chor, dass dann ganz viele unruhige Bewegungen des Zwerchfell gemacht werden. Sowas. Das ist es nach meiner Erfahrung überhaupt nicht. Es ist, ihr könnt es euch vorstellen, wie der Ruhepol eures Musizierens. Machen wir nochmal, macht einfach mal nach außen. Genau, achtet darauf, auch wenn ihr jetzt dirigiert. Denkt hier aus der Mitte weit und ruhig. Ja? Wenn ihr hier klein denkt und unruhig, dann wird man ganz unruhig. Und ich sehe es auch manchmal, wenn die Hände dann so ein bisschen zittern. Das ist eigentlich, das ist, wenn man die Mitte so ein bisschen flatterig hat, ja? Denkt dann ganz ruhig nach außen weiten und hier wie euren Boden wieder beruhigen. Macht nochmal. Genau, und pro Phrase gibt es einen Stützimpuls. Man kann auch mal ein kleines bisschen nachstützen. Aber es gibt keine unruhigen Stützbewegungen in der Phrase. Es ist pro Phrase ein Anlehnen und dann im Atem lösen und dann wieder singen, singen, singen. Wenn die Phrase noch länger ist, noch mehr nachstützen und dann wieder lösen und dann wieder singen. Das ist alles. Und es gibt im Prinzip dann eine Ruhe rein ins Musizieren und auch ins Singen. Wer das noch nicht so richtig verstanden hat, der versucht in der Phrase immer nachzustützen oder noch eine Zwischenbewegung zu machen. Aber egal wie lang die Phrase geht, es geht eigentlich immer nur ans Anlehnen. Ja? Und das probieren wir jetzt nochmal an unseren Stücken. Weil wir haben ganz unterschiedliche Stücke. Vielleicht machen wir nur zwei. Also es ist ein bisschen von der Zeit. Wir machen jetzt mal den Brahms. Also, stellt euch vor, dass ihr in der Phrase so macht. Ah, macht mal. Ah, Genau, wollt ihr einmal ich aber alleine singen? Wir singen aus Brahms drei Motetten, ich aber bin elend, die erste Phrase. Ja, wie habt ihr euch gefühlt? How did you feel? Katharina? Also es hat sich im Prinzip schon, nur dass wir mal drüber gesprochen haben, schon verbessert. Ihr könnt ein ganz bisschen geführter und gesetzter anfangen am Anfang. Ich aber. Macht mal, sagt mal, ah. Ah. Mal wie so ein stummer Schrei, können alle mal stumm schreien. Ah, ah, ich aber bin elend, ist ja so, Und das können wir nutzen, ja? Könnt ihr noch einmal ein bisschen direkter den Anfang singen? Ich aber bin elend, ja? Auch mit den schönen Glottes, ich aber elend und immer die Glottes aktivieren. Ich Thank you.
Ja, ihr habt es jetzt schon ganz gut durchgestützt, wie man so sagen will. Im Prinzip ist es pro Phrase nur ein Ah, ah. Man kann es auch im Kontext der Musik auch immer inhaltlich motivieren. Also Ah, E, Ah. Jetzt versuche ich mal die zweite dazu zu singen. Mal schauen, ob das klappt. Ich aber bin elend, ich aber bin elend, und mir ist weh, ist weh. Ja, das ist, da kann man so das Zwerchfell nutzen. Ich glaube, wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit. Ich möchte einmal ganz kurz im Alleluja zeigen, wie wir hier auf unserem Zwerchfell spielen können. Die Musik erfordert halt jetzt eine ganz andere Artikulation. Aber es heißt, wir haben dieselbe Trommel, aber wir trommeln ein bisschen anders darauf. Stellt euch vor, Zwerchfell aufspannen, wirklich so bleiben, das ist ganz wichtig, gerade wenn man schnell singt. Und dann leicht und zackig rein, macht mal Ti-ta-to. Ti-ta-to. Alleluja, Alleluja. Alleluja, Alleluja. Genau, die Zwerchfellimpulse, die man setzt, um die Stimme auch auf dem Körper zu ankern, die sind oft rhythmisch motiviert. Das heißt, wir gehen eigentlich nicht einfach technisch ran, sondern technisch mit der Musik. Ja, als ob wir in unser Trampolin hineinspielen. Wir machen jetzt einfach mal schauen. Halleluja, 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 Halleluja. Halleluja, 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 Halleluja. Ja, und ich denke mir im Prinzip, wenn ich sowas jetzt singe, vom Körperlichen her, muss ich wie so ein Bett halten, ja. Diese Schnelligkeit, die passiert nicht in meinem Instrument. Es ist im Prinzip so, als ob man sonst immer seine Geige verändern würde oder so weiter. Die ist ganz ruhig oder als ob man die Trommel immer hoch und runter spannen würde. Die Trommel ist die Trommel und gerade wenn es schnell ist, besonders halten. Dam, da, dam, da. Ich mache eigentlich nur hm, hm. Tam, ti, 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 ti. Mach mal ti. Ti, ti, ti. Und versucht mal, dass das T im Zwerchfell mitklingt. Ti, 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 ti mit Pi. Pi, 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 pi. Jetzt versuchen wir mal eine unterschiedliche Dynamik. Also von ganz leise anfangen und dann zeige ich mal irgendwie ein Crescendo, ja? Ti, 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 pi, 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 pi. Ja, jetzt singen wir es noch einmal. Also das, wenn das Zwerchfell so gut mit ist, dann kommt so ein tolles, bounciges Gefühl in den Klang hinein und dann macht es richtig Spaß und klingt richtig toll. Machen wir es nochmal? Halleluja, 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 das war's. Wir haben eigentlich noch ein Stück vorbereitet, aber ich glaube, wir haben dazu keine Zeit mehr, oder? Ist das so? Sind wir schon durch in der Zeit? Ja, mach es. Ja, wie spät ist es denn jetzt? Ah ja. Nee, das, ja, oder wollt ihr noch mal den Anfang singen? Ja? Vielleicht ist es doch ganz interessant. Weil wir eben diesen Mechanismus immer je nachdem, was auf dem Notenständer sieht
unterschiedlich nutzen sollen. Pingst von Oskar Lindberg. Ja, das ist sehr langsam, sehr leise und hat sehr lange Phrasen. Und wir nutzen da das Zwerchfell im Prinzip. Und wichtig ist auch, dass man es nicht zu doll überstützt, weil sonst kann man die ganz leisen Phrasen im Chor, die dürfen nicht so total krass im Körper gestützt werden, sondern dieser Mechanismus kann auch sehr subtil eingesetzt werden. Jetzt versuchen wir einfach mal direkt zweistimmig Pfingst zu singen. Ja? Und immer anlehnen in der Phrase und nur im Atmen wieder lösen. Ja? Einmal bitte auch noch ganz leicht gähnen. Also fürs Einmal haben wir es jetzt mal so ein bisschen versucht. Also das hat natürlich sehr viel Dynamik. Das ist gar nicht so einfach, das dann auch mit aufs Körperliche draufzunehmen. Da könnten wir jetzt noch ein bisschen üben. Was auch noch ganz wichtig ist zu sagen, wir brauchen ja im Chorgesang eigentlich Non-Vibrato. Und wenn dieses Zwerchfellfunktion mit dem Stütz ruhig ist, dann haben wir eigentlich Non-Vibrato. Ja, dann kann man Schwingen reinkommen, aber dann haben wir einen verbundenen, geschwungenen Klang, der aber nicht diesen macht. Ja, und das ist dann auch mit unserem Atem verbunden und mischt sich dann. Das Schöne an der Sache ist, man fühlt sich dann doch auch irgendwie wohl. Also wenn das Zwerchfell gut in sich ruht, man mit der Artikulation darauf spielt, das hat sogar was Euphorisierendes. Man wird glücklich. Ja? Also wenn man mal so richtig, weil die Mitte lebendig ist, also wenn man mal richtig unten ist und das Gefühl hat, ich bin jetzt mal hier total aus meiner Mitte rausgefallen, dann muss man im Prinzip nur ein paar Mal Pi, Ti, Ki, Ka, Ko sagen. Und dann sitzt das Ganze wieder und dann ist man eigentlich wieder ausgerichtet. Das ist das Schöne dabei und deshalb macht Singen natürlich auch glücklich und harmonisiert uns und macht uns zu harmonischeren Menschen. Und deshalb ist es einfach unheimlich wichtig zu singen. Und damit schließe ich jetzt meine Lecture und bedanke mich bei euch und bei euch allen fürs Mitmachen. Vielen Dank. Thank you.